Denn wenn ich sagen würde, ich hätte drei Kinder mit drei verschiedenen Männern, würde man das vielleicht etwas befremdlich finden, aber letztendlich okay. Wenn ich aber sage, ich hatte noch nie einen Freund, gucken mich die Leute an, als wäre ich ein Freak. Aber warum bin ich allein? Wir Menschen sind täglich sozialen Normen ausgesetzt. Durch eine Mehrheit wird uns vorgegeben, wie wir zu sein haben, auch in Sachen Liebe. Wer nicht mitreden kann, wird ausgegrenzt. Davon handelt auch das neue Stück des Jugendtheaterclubs der Oper Leipzig. Das Stück, das nennt sich Love Aliens. Und in diesem Stück geht es um Jugendliche, die noch keinen Kontakt mit dem anderen Geschlecht hatten. Sozusagen um Neueinsteiger oder Beziehungsunfähige, wie man es auch nennen möchte. Die 19 Jugendlichen haben ihre jeweiligen Charaktere alle selbst entwickelt. Jeder Einzelne kämpft dabei mit ganz unterschiedlichen Problemen. Meine Rolle spielt einen Menschen, der bisher bloß als bester Freund angesehen wurde von Frauen und nie in ihm ein Mann gesehen wurde, sondern bloß immer der Kumpelfreund, der da ist, um sich bei ihm auszukotzen über Liebe. Andere haben Probleme zum Beispiel, dass sie Angst haben davor, jemanden kennenzulernen. Andere fühlen sich nicht richtig in ihrem Körper, sondern möchten lieber anstatt eines Mannes eine Frau sein. Genau, das sind so die großen Probleme, die die Jugendlichen in diesem Theaterstück haben. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Teilnehmerzahl inzwischen verdoppelt. Ein Casting, um in den Theaterclub aufgenommen zu werden, gab es nicht. Die Jugendlichen sind alle hier, weil sie sich ausprobieren möchten. Ich war letztes Jahr beim Uniradio und bin für das Uniradio in die Premiere des ersten Stücks gegangen, was 2015 lief. Und da habe ich mich so ein bisschen in den Jugendtheaterclub verliebt. Als ich ihn auf der Bühne gesehen habe, ich dachte, klasse, diese jungen Schauspieler, die singen ja auch, die musizieren. Und ich brenne sowieso seit meiner Kindheit für die Musik. Und deswegen dachte ich, das wäre genau das Richtige für mich. Angeleitet werden die Jugendlichen von Theaterpädagogin Christina Geisler. Sie rief den Theaterclub 2014 ins Leben. Es gehört dazu Spieltraining, es gehört dazu Sprechtraining, es gehört dazu Gesangstraining, wobei ich den Leuten nicht das Singen beibringe, sondern wir bringen ihnen bei, mit ihrer Stimme umzugehen. Natürlich nur in Bezug auf das Lied, das sie dann letztendlich auf der Bühne präsentieren, wobei wir am Anfang mit sehr vielen chorischen Nummern anfangen. Aber mir ist es ganz wichtig, dass die Stimme gut aus ihren Körpern herauskommt, sie sich wohlfühlen und sie sich präsentieren können mit ihrer Stimme. Da das originale Bühnenbild aktuell noch gebaut wird, finden die Proben derzeit im Treppenhaus der Musikalischen Komödie statt. Geprobt wird einmal die Woche seit Beginn der Spielzeit. In der Endphase kommen noch ein paar Bühnenproben hinzu, damit dann für die Premiere und gleichzeitig auch einzige Vorstellung am 5. Juni alles klappt. Wir haben uns letztes Jahr total gefreut, weil es war einmal Stammpublikum da, die nur kamen, weil sie so überzeugt sind von der musikalischen Komödie, von der Qualität. Und die kamen am Schluss auf einen meiner Spieler zu und meinten, zwei ältere Damen waren das, die meinten, wir haben uns eigentlich nicht viel erwartet, weil wir nicht wussten, was es ist und wir wussten auch nicht, was es mit der musikalischen Komödie zu tun hat. Aber wir fanden es total erfrischend und toll. Und vielleicht ist das mein Wunschpublikum, natürlich neben den Angehörigen, natürlich neben jungen Menschen. Vielleicht erreichen wir damit auch das Publikum, das sagt, boah, ich war zwar in Dracula, aber Aliens finde ich auch gut. Love Aliens ist ein Stück, das ans Herz geht. Hält es einem doch den Spiegel vor und bringt den Zuschauer dazu, einmal selbst zu reflektieren, welche gesellschaftlichen Normen jeder selbst für sich definiert. Einfühlsam und doch witzig, in jedem Fall sehenswert. Sie wissen, wo die Schlüssel liegen, wo sie günstig Schuhe kriegen, haben immer Überraschungen im Schrank. Sind Chefin beim Sozialgericht, kennt ihr Idealgericht, obwohl sie immer fehlen, sind sie kopfkrank.